Ja, hallo erstmal und wieder herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Terre, wir sind ja schon in Olus Palast. Und sollen ja zur Rede stellen. Aber wir suchen immer noch jetzt den Priester, Walter. Damit für Theodorade, dass er ihr da den letzten... Na, ihr wisst schon, die letzte Ölung geben kann. So, müssen wir hier rein. Hier wieder hochkommen. Okay. Wenn seine Frau hier ist, könnte sie wissen, wo er ist. Wie sollen wir mit denen quatschen? Machen wir doch, wenn wir da hinkommen. Die muss von der anderen Seite versperrt sein. Ach ja, ist ja gut. So. Oder wir gehen hier rein. Verschlossen. Aber ich glaube, wir brauchen den komischen Bodo oder wie er da heißt da. Hier sind noch mehr Wachen. Mit Bedacht vorgehen. Wegen dem Schlüssel. Der bestimmte Schlüssel, weil dann geht er ja dahin und. Und schließt das auf. Dann kommen wir auch da rein. Würde ich sagen. Gut. Noch was hier irgendwie? Nö. Jetzt müssen wir ja nur von der anderen Seite aufschießen. Ein bisschen noch höher, aber wie. Erstmal runter. Der hat ja unten hier einen Schlüssel oder was? Hausmeister, ich bebe vor Wut. Das teuflische Amseln kacken auf unsere Gäste. Klettere auf die Sparren und brenne ihre Nester aus. Die Äste und Zweige sind deutlich zu sehen. Warum um Himmels Willen haben wir lebende Amsel in den Königstor gesteckt? Ja. Weil ihr es könnt, oder was? Ja, sie waren im Kreis gelaufen. Toll, toll, toll. So. Die sind von hier gekommen, ne? Durch die Küche. Und der Schlüssel? Wo soll der jetzt sein, bitte? Der ist auch von einer Seite geschlagen. Jetzt sind wir eine Etage höher, aber... Ja, da waren wir schon. Ach, das war die Tür, wo wir durch wollten und sagen, hä, wir müssen zur anderen Seite. Aber. So. Ach, dann ist sie da oben. Da oben. Als Betrunkener. Verzeih, Vater. Wo ist Graf Odo? Odo? Sein törichter Stolz bringt uns noch alle um. Ja, aber wo ist er? Wer bist du nochmal? Ohne noch mehr Wein kann ich nichts sagen. Mein Gedächtnis ist ganz vernebelt. Mhm. Als betrunkener Priester zu sterben, was für eine Schande Gottes. Ich kann nicht einmal der Gräfin die letzte Ölung geben. Und Graf Odo, er war meinetwegen empört. Wäre ich doch nur ein Mann und kein betrunkenes Scheusal. Er redet nicht mit mir, sagt der Warte auf König Charles,
Keine Zeit für betrunkene Priester. Warum haben wir jetzt hier aufgemacht? Weil wir es können, ne? So, mal gucken. Walter könnte Oles Aufenthaltsort preisgeben, wenn er etwas mehr Wein erhält. Echt, haben wir schon hier. Dies Boden spielen aber. Eine Flasche Wein für den betrunkenen Priester. Jetzt bräuchte er noch eine. Hier ist dein Wein. Fällt dir jetzt wieder ein, wo Graf Odo ist? Na. Wein? Süßer, teurer Wein. Das Wasser des Lebens. Das Blut Christi. Das feurige Phlegma der Welt. Es ist nur Rotwein. Mehr nicht. Du kannst ihn haben. Oh, der Himmel hat meine Gebete erhört. Jetzt kann ich sterben. Bevor du stirbst, wo ist Graf Odo? Ja, eben. Odo? Ich weiß es nicht. Doch sein Weib liegt verwundet in ihrem Schlafzimmer. Sie könnte es wissen. Der gibt im Obergeschoss, entlang des Hauptganges. Hier, der Schlüssel. Na. Die Tür ist verschlossen. Danke. Na, besser ist auch. Ja. Sollten? Na denn. Odo, mein Herz, bist du es? Nein. Du bist zu groß. Bist du der Priester? Ja. Mein Licht wird schwach. Ich sehe nur noch Umrisse. Wirst du mir die Beichte abnehmen? Hm. Na klar. Ja, ich bin der Priester. Ja, ich bin der Priester, werte Dame. Vergib mir, Vater, denn ich habe gesündigt. Hochmütig zog ich ohne Rüstung in die Schlacht und dachte, der Herr würde mich schützen. Jetzt liege ich im Sterben und werde meine lieben Kinder nie wiedersehen. Wo sind sie, Vater? Sind sie sicher? Sie sind in Sicherheit. Bei einem guten Mann, Walter von Zins. Sei unbesorgt. Danke. Aber Vater, bitte, wirst du eine Nachricht überbringen von einer sterbenden Frau an ihren geliebten Gatten? Das werde ich. Was soll ich Graf Odo ausrichten? Dass er ein guter Mann ist. Dass er leben muss. Für unsere Kinder. Für Paris. Für das Frankenreich. Er darf nicht für den irren König sterben. Ich verspreche, ich werde es ausrichten, werte Dame. Na ja. Wo finde ich deinen Mann? Eingeschlossen in seinem Heiligtum. Seinem Heiligtum? Den Flur hinunter, am anderen Ende der Halle. Aha. Mein Mann hofft immer noch, dass Charles kommt und die Stadt rettet. Eingeschlossen, sagst du? In seiner Schreibstube ist ein Schlüssel. Nimm ihn. Hilf meinem Mann, wie immer du kannst. Ja, das machen wir. Der Tod holt mich zu sich. Langsam und lautlos. Ja, und tschüss. Wie ein abendlicher Schatten. Sie liegt so schwer. Mutter, wo bist du? So. Leb wohl, werte Dame. Genau. Leb wohl. Gott mit dir. Das erinnert mich gerade so an Assad und seine Frau, ne? Sie hält ja auch zu ihm. Wobei er so ein Schlechter ist. So, da sollen wir lang. Stelle Graf Odo von Paris zur Rede. Ah, hier oben, ne? Gott, hier mal rum. Mein Graf Odo, alles ist verloren. Ich fordere die
abzulegen. Bitte! Was würde unser Tod nützen, mein Herr? Okay. Dein Weib liegt im Sterben. Geh zu ihr. Deine Pflicht als Ehemann. Meine Pflicht ist hier. Wenn Charles und sein Herr kommen, werden wir mit ihm kämpfen. Dann zermalmen wir die Heiden zwischen dem Hammer Charles und dem Amboss Paris. Hallo? Geh weiter. Steh meiner Gattin bei, so gut du kannst. Gott hat scheinbar ein anderes Schicksal für mich erwählt. Ja. Und zwar den Tod. Oder nee, wir müssen ja verhandeln. Der Priester hat recht. Leg die Waffen nieder. Rette deine Stadt. Ist bei euch Nordleuten der Kampf nicht die beste Art zu sterben? Komm, trink ein Glas Wein mit einem Todgeweihten. Nö, der ist vergiftet. Will ich gar nicht. Tu es nicht. Ich habe schon viele Krieger nach ihren Müttern rufen hören, als ihr Blut den Boden tränkte. Tu das nicht. Saufen. Nein. Hast doch gleich. Ich bin nicht mehr sicher, ob das die beste Art zu sterben ist. Deine Frau ist schwer verwundet. Ein Pfeil in den Bauch. Ich war bei ihr. Sie wird die Nacht nicht überstehen. Und ich die nächste Viertelstunde nicht. Sie sagte, du sollst stark sein. Für deine Kinder. Wirf dein Leben nicht für einen irren König davon. Ja, eben. Sieh dir diese Glasmalereien an. Kostbar. Und Bleiglas. Bleiglas ist das, mein Freund. Für jedes Einzelne brauchten die Künstler von Ebrogas Jahre. Meisterhafte Arbeit, das ist wohl wahr. Wir brachten sie zum Schutz hierher. In der Hoffnung, dass eure Horde sie hier nicht in Stücke schlagen würde. Aber wenn du kämpfst, dann geht alles im Bruch, seid ihr jetzt. Du sagst, ich soll meine Stadt aufgeben? Meine Ehre begraben? Den Rest meiner Tage in Siegfrieds Gefangenschaft verbringen? Was würdest du tun? Na, was ich würde kämpfen. Und eines Tages werde ich mit der Klinge in der Hand sterben. So werde ich untergehen. Aber heute ist nicht dieser Tag. Und wenn ich dich zu Boden stoße und du blutend nach deiner Mutter rufst? Das tue ich nicht. Na, wir werden ja gleich sehen, wer hier stirbt. Meine Mutter ist lange tot. Komm, Nordling! Blute für Paris! Hey! Zwing mich nicht, ihn zu erschlagen. Na. Die Ehre fordert, dass einer von uns stirbt. Gott, heile deine Stärke. Hey! Mit Ausweichen verlangsamen wir das Ganze, ne? War das nicht so? Naja. So, willst du sterben oder willst du leben? Hm? Eine feine Klinge für einen feinen Krieger. Gut gekämpft. Och, das sind zwei Hände, Junge. Aber nicht gut genug. Können wir entscheiden? Schenk mir einen schnellen Tod. Mach kein Spektakel aus meiner Niederlage. Das sind nicht Siegfrieds Hörner. Nein. Charles und sein Herr! Er kommt rechtzeitig, um die Stadt zu retten. Oh, oh. Sie kämpfen nicht. Ich sehe die Fahne der Waffenruhe. Siegfried und Charles werden verhandeln. Ich muss dort sein. Ich muss gehört werden. Und ich auch. Okay. Doch ich bin dein Gefangener. Dann gebe ich dich frei, auf dein Ehrenwort die Waffenruhe zu halten. Oh, ob das so richtig ist, das weiß ich danke, nicht. Danke, Evo. Okay. Ich sag ja, Captain, da haben wir einmal Scheiben kaputt gemacht. Aber macht ja nichts, ne? So, nun. Das Bild, bitte.
Hallo, Bild. Ich hätte gern gesehen, was jetzt passiert. Jetzt ist schon wieder so. Er speichert und speichert. Hallo. Jarl Siegfried. Ich biete Silber als Geschenk, als Zeichen der Liebe und Freundschaft zwischen uns. Lass uns Frieden schließen. Na, der führt auf dem Schilde, der Charles. Silber für Waffenruhe. Keine Waffenruhe, sondern ein Pakt. Ich ernenne dich zum Grafen von Rodomo und du beugst das Knie vor deinem König. Ich beuge mich keinen Holzgöttern, geschweige denn Menschen. Dennoch werde ich mich beraten. Eivor, den Göttern sei Dank, du lebst. Ja, und na du klar. Auch. Gut. Ich habe es in den Palast geschafft. Odo hätte die Stadt aufgegeben. Aber Charles wedelte mit der Fahne der Waffenruhe. Tja, und du? Ich habe derweil mit meinen Tarnen den Bastardprinzen festgesetzt. Er ist in der Nähe. In Sicherheit. Eivor! Den Mutigen gehört wirklich die Welt. Den Glücklichen und den Mutigen. So sagt man, ja. Und Charles, er bietet uns einen Haufen Silber? Das tut er, in der Tat. Wir müssen nur davon segeln. Er bringt genug Schätze mit, um jeden Kriegstarn hier unfassbar reich zu machen. Jeden, der noch lebt. Unser Leben für Silber aufs Spiel zu setzen, das ist unsere Art. Nun, nehmen wir sein Angebot an. Bei Lokis blutigen Eiern, ja. Und nenn ihn ruhig König, wenn es den alten Troll glücklich macht. Nimm das Geld des Königs, man kann Charles nicht trauen. Du, ich würde sagen, man kann Charles nicht trauen. Der hat uns das schon mal, ne? reingelegt. Oder du führst dieses Herr. Ah, komm hier. Ich kenne Charles besser als ihr. Er könnte uns in den Rücken fallen. Soll er doch. Und wenn er es versucht, nehme ich ihm sein Silber und seinen Thron. Wir kamen für Reichtum und Frieden für unseren Clan. Wir können nicht das ganze Frankenland erobern. Wir sind zu wenige. Ob das die richtige Entscheidung war, keine Ahnung. Werden wir gleich sehen. Charles, wir nehmen dein Geschenk an und gewähren im Gegenzug Frieden. Na. Siegfried. Oh. Dieser Mann, Siegfried, schwört, mein treuer Freund zu sein und schützt fortan unsere Lande in Amiens und Rodomo. Oh, jetzt kommt er. Gonzalin, Ibert, meine Frau sind gestorben bei dem Versuch, Paris von diesen Flusspiraten zu retten. Und jetzt bietest du ihnen das Silber, das wir dir gaben, um uns zu beschützen? Bist du irre? Warte, das wissen wir schon. Lass mich lieber fragen, bist du ein Feigling oder ein Narr? Siegfried schwört, unsere Lande im Norden zu schützen. Wenn du mein Geburtsrecht weggibst, bist du nicht länger mein König! Oh, Graf Odo, ich habe dich im Kampf besiegt und dein Leben verschont. Ehre unsere Waffenruhe. Ja. Diese Heiden weiß mehr über Ehre als mein König. Ja, kannst du mir sehen. Heute war ein guter Tag. Aber langer Reden bin ich überdrüssig. Wir nehmen unser Silber und gehen. Ihr Franken könnt bleiben und euren Zwist fortsetzen. Halt! Eine letzte Sache. Eivor von Englerland. Bringe mir meinen Sohn. Prinz Bernhard. Ja, was machen wir nun? Du kannst den Jungen haben oder ich übergehe den Jungen nicht. Ach doch, wir geben ihm an, ne? Würde ich sagen. Ach ja. Ach doch, komm. Ich stehe zu meinem Wort. Toker, hol den Jungen raus.
Wenn das mal nicht ein Fehler war, ich weiß es ja nicht. König, Vater, bring mich nach Hause. Damit ich auch so fett werde wie du. Steh gerade wie der zukünftige König des Frankenreichs. Gott sieht dich. Ich will Met und Musik, Silber und Gesang, Tanzen und jemanden, der mein Bett wärmt. Kommt, Freunde, lasst uns feiern. Ja, wer weiß, wer weiß. Mann, mein Hals geht schon wieder bescheiden schön. Ey, feiern wir? Gut. Aber irgendwas ist doch nicht koscher hier. Morgen begraben die Franken ihre Toten und danken ihrem Gott, dass sie noch leben. Das sollten sie, denn Paris wurde heute kaum geküsst. Sollten wir diese Mauern erneut durchbrechen, fletschen wir die Zähne und beißen zu. Und sollte Charles es für billig halten, gegen uns das Schwert zu erheben, erinnern wir ihn an das Funkeln unserer Äxte. Er soll sich an den roten Dunst erinnern, an den Geschmack des Eisens. Na, irgendwas kommt doch noch, oder? Erfreut euch am Festmahl! Wer mehr trinkt als ich, kriegt eine volle Tasche Silber! Skål! Skål! Oder sind wir mit durch mit Frankenland? Das kann natürlich auch sein, ne? Wobei, ne, der Graf von Paris, Meglidunum. Abgeschlossen, okay. Ja, 2 Fertigkeitspunkte, das ist gut. Neue Quest, die heißt Skål. Da müssen wir mit ihr saufen, oder was? 250 Silber ist ja nicht viel. Naja, Gott. Proviant ist voll. Gott. Warum ist sie da blau? Na, erstmal hier. Wir gehen mal da runter, ne? Eivor! Ja? Her. Hast du so etwas schon mal gesehen? Da hätten wir es auch noch was. Was ist das hier? Wettrennen gegen Schweine? Ja! Was könnte lustiger sein als Betrunkene, die mit Schweinen um die Wette rennen? Wir haben uns schon mit Schlimmerem die Zeit vertrieben. Willst du es versuchen, Ava? Es gibt einen kleinen Preis für den Gewinner. Oder bist du nicht schnell genug? Wie trete ich gegen das Schwein an? Na klar, lass uns reinlaufen. Erklär mir das Rennen. Du rennst den beleuchteten Weg entlang gegen Hermod, das alte Schwein. Wer zuerst 2 Runden schafft, gewinnt. Ja, komm. Wo geht es los? Sehr gut, Eivor. Hier beginnt ihr. Renn los, wenn das Schwein losläuft. Um die Spannung zu steigern, mache ich auch mit. Bereit? Okay, na mal sehen. Und? Ja. Alpha Aussage. Rein zu der Parade! Richtig hier? Ich denk mal ja, ne? Mal kurz stehen bleiben. Ja, komm. Das Schwein hat abgekürzt. Bist du erschöpft, Eivor? Das Alter holt uns alle ein, nicht wahr? Ich ja. Werde gerade erst warm. Na, ich werde gerade erst warm. Okay. Los, lauf!
Ja, dann verlieren wir doch, oder? Die ist so weit weg. Können wir nicht abkürzen? Bestimmt. Wir können bestimmt abkürzen. Ja, verloren. So schnelle Schweine gibt es in Engleland nicht. Du bist übrigens auch recht flink. Ich mag gewonnen haben, aber der eigentliche Sieger ist Hermod. Egal, wer gewonnen hat. Im Wettstreit an sich liegt der Spaß. In der Tat. Dieses Mal haben wir dem Frankenreich den Bauch aufgeschlitzt, was? Erfreuen wir uns daran. Die Gewinner wären eines Drachenhorts würdig. Und die Straßen funkeln vom blutigen Tau der Schlacht. Ja, doch fragt man sich, ob so ein Gemetzel nötig war. Heute keine Lektion der Weisheit mehr. Ich würde mich eh nicht erinnern. Gut, heute keine Lektion mehr. Du solltest mir zuhören, Tucker. Du bist sehr betrunken. Was machen wir denn nun? Hör mir zu, Tucker. Noch lange nach der Beisetzung ihrer Toten und dem Wiederaufbau ihrer Häuser werden die Franken sich an diesen Tag erinnern. Uns bleibt nur eine wackelige Waffenruhe mit Charles. Und Ruhm, der unserer Ahnen würdig ist. Du bist nicht zu retten. So viel steht fest. Aber ich habe im Kampf ein schönes Schwert ergattert. Nimm es. Als Erinnerung an diesen Tag. Du schämst mich. Ich werde es in Ehren halten. Ich war überrascht, dass du Charles den Jungen ausgehändigt hast. Es ist kein schönes Schicksal, der Prinz eines solchen Königs zu sein. Ja. Du hast recht, Tucker. Aber ich tat das nicht für Bernard, sondern für uns und meinen Clan. Ringschwert haben wir gekriegt. Aha. Schauen wir gleich mal rein, Inventar. Zeig mal, Ringschwert. Ringschwert, wo ist denn das Ringschwert? Das ist es nicht. Ach, hier unten. Ja. Wie sieht das aus? Da müssen wir es auswählen, ne? Ist echt eine kurze Waffe. Da brauchen wir Titan noch, ohne Ende. Sieht ja nicht schlecht aus, das Schwert. Das ist das, was wir haben. Das war das mit 109 und das hat 126. Na komm, wieder rein damit. Ja, komm. Wie viele Punkte waren das überhaupt? Zwei, ne? Oder waren mehr? Ne, zwei. Ja, da haben da noch was. Freude in den Feierlichkeiten. Ah, Eva. Das hier hast selbst du sicher noch nicht gemacht. Ein Wettbewerb im Essen werfen. Essen werfen? Essen werfen? Das Spiel, das zum Himmel stinkt. Noch mehr als König Charles. Das macht dir Spaß? Mhm. Ich würde den Käse lieber essen, doch wer bin ich, dass ich die Bräuche der Einheimischen in Frage stelle? Also, willst du Käse werfen? Käse werfen? Wie spielt man das Spiel? Ich würde auch lieber den Käse essen. Spiel? Du musst mindestens zwei Stück Käse hinter das grüne Banner werfen. Eigentlich simpel. Du hast drei Versuche, um das zu schaffen. Mhm. Na cool. Okay, ein machen Versuch wir mal. Ist es wert. Sieht nicht schwer aus. Versuch nur niemanden zu treffen. Auch wenn ich den Käse selber essen würde. Okay. Dazu gehen. Ja. Sehr gut, Eva. Geht doch. War einfach. Guter Wurf, Eva. Unterschätze niemals den Käse. Habe ich ihn unterschätzt? Du hast dir auf jeden Fall einen Preis verdient.
Hier, etwas Silber aus dem Parisser Truhen. Ja. Hattest du etwas anderes erwartet? Ich wusste, dass du eine Belagerung organisieren und Klingen schwingen kannst. Was den Käse angeht, war ich mir nicht so sicher. Mhm. Es gibt vieles an mir, das du nicht weißt, Piers. Oh, raus damit. Was sollte ich noch wissen? Oh, wir können flirten. Ja, da komm. Ich könnte es dir zeigen. Ich könnte es erzählen. Oder zeigen. Im Gegenzug könnte ich dir ein paar Kniffe der fränkischen Verführung beibringen. Mhm. Na dann, mach mal. Romanze, ja. Dann müsste ich mich erkenntlich zeigen mit ein paar meiner eigenen Kniffe. Sollen wir uns einen ruhigen Ort suchen, abseits des Trubels? Ja. Nur voran. Guck, guck, guck. Flirten wir mit Paris, mit. Na, wie heißt er? Das war. Mit Piers. Nett. Oh ja. Ich hoffe, du weißt. Also, Eivor, du weißt, wie ich bin. Ich genieße das Schöne im Leben. Verschiedene schöne Dinge. Hm. Und. Piers, wir wissen beide, was das hier war. Dann ist. Gut. Na. Macht man so etwas öfters, wo du herkommst, dann könnte es mir dort vielleicht gefallen. Ja. Siegfried stand vorhin etwas neben sich. Vielleicht hat das Ale seine Stimmung inzwischen gelockert. Okay, kehren Sie Siegfried zurück. Machen wir. Ab zum Langhaus. So. Ja, das ist der Dicke, der König. Aber soll's das jetzt schon gewesen sein? Weil wir haben, laut Karte, haben wir noch so viel zu tun. Naja, zu tun. Beziehungsweise haben noch viele Schätze, die wir noch einsammeln können. Aber das kann ich auch mal eine ohne Aufnahme machen, hier alles einsammeln. Die ganzen Tungustenbahnen und Assassinen-Schätze. So, hier fehlt auch noch einer, der ist da. So, okay, gehen wir mal hin. Na komm. Na? Eivor, Silberzunge. Ein beeindruckender Schatz, Siegfried. Hm. Was hast du bei Graf Odo gemacht, als Charles Heer gegen mich und meine Leute zog? Ich versuchte, ihn zur Aufgabe zu bewegen. Wieso? Ist es nicht seltsam, dass du Odo, Richardes und sogar Charles getroffen hast und alle drei noch einen Kopf auf ihrem Hals haben? Alles, was ich tat, tat ich für meinen Clan. Hm. Seltsam, dass unsere Klingen erst vor Schlachtschweiß triefen müssen, um solche Nächte zu erleben. Wir sind Krieger, wir feiern. Wir müssen nicht campen, um zu feiern. Das ist eine Feier für unsere Toten. Würde ich sagen, ne? Diese Feier ist nicht für uns und unsere Opfer, sondern für unsere Toten, um sie zu ehren. Fränkisches Blut, Festmale. Ich spüre trotzdem nichts. Ich finde keinen Frieden darin. Du hast die Morde an deinen Leuten gerecht. Du hast in ihrem Namen Ruhm erlangt. War das mein Beweggrund? Ruhm und Rache? Ich frage mich immer mehr, warum wir überhaupt irgendetwas tun. Für Valhall? Für den Clan? Oder suchen wir nach Gründen, von einem Umtrunk zum nächsten zu gelangen? Vielleicht gibt es keine Gründe und wir sind nur wie Wölfe getrieben von einem Hunger, den wir selbst nicht begreifen. Mag sein, aber zum Wohle unserer Völker müssen wir weiterhin versuchen, anders zu handeln. Nein, ich glaube nicht, dass da eine Halle auf uns wartet. Diese Welt ist unsere Halle. Es gibt nur diese eine. Das wird mir jetzt klar.
Die Franken haben Ackerland im Überfluss. Fette Bauern und noch fettere Taschen. Noch mehr Grund für uns zu trinken. Morgen ziehen wir wieder weiter gen Süden, um mehr zu erbeuten, als ein König uns je geben könnte. Wir gaben Charles unser Wort. Charles am Arsch! Wir haben Paris verschont. Aber morgen holen wir uns Bourgogne und danach das ganze Frankenland. Das kann ich nicht zulassen, Siegfried. Dann halt mich auf. Ja, ich wusste doch, wir müssen auch gegen den König kämpfen, hier gegen ihn kämpfen. Ja. Würde ich jetzt mal behaupten, ne? Ich finde Siegfried und sprich mit ihm. Ja, Skoll. Wo ist er denn? Der ist bestimmt am Hügelgrab, wa? Da haben wir ihn ja damals getroffen. Am Hügelgrab. So. Wo alles begann. So. Wir haben keine Adrenalin mehr. Schade. Flieg, da ist er. Freundin. Da ist er. Können wir markieren? Genau. Hier bei seinem Hügelkran oder nicht bei seinem, aber bei dem. Da ist er schon bei der Achse. Oh, oh, oh. Da. Also dann ein Holmgang, Wolfsmal? Ich bitte dich nur, unsere Abmachung zu ehren. Oh, schöne Was schöne weiß Axt. Der Krähenaushungerer Charles schon von Ehre? Ich bin ihm nichts schuldig. Mhm. Das wird eine lange, lange Folge, glaube ich. Doch mir schuldet er alles. Oh. Kein fränkisches Blut wird Sinrig und die anderen zurückbringen. Manches Unrecht kann nicht wieder gut gemacht werden. Na. All das Gerede von Recht und Unrecht, Ehre. Als könnten wir das beurteilen. Können wir das Blut an unseren Händen erklären, Eivor? Oder sind wir zwei Hofnarren auf der fränkischen Bühne, die auf ihren letzten Auftritt warten? Zieh deine Waffe. Nee, will ich nicht. So fühlst du keinen Frieden, Alter. Wenn du Frieden finden willst, ist das der falsche Weg. Wir müssen neue Bündnisse schließen. Nach vorne blicken. Blick nach vorne, Blick zurück. Nur Tod in beiden Richtungen. Wir sind nur ein Morgennebel, der sich unweigerlich lichten wird. Mhm. Nimm meine Herausforderung an oder ehre dich selbst. Dein Problem bist du selbst, ne? Ja, du lässt mir keine Wahl, erst dich zu... Nee, hier. Deine Trauer wird bleiben, wenn du dich ihr nicht stellst. Wie quatschen wir? Mein Blut Tod. Oder das weiterer Franken. Wird dein Schmerz nicht lindern? Na. Hast du denn immer noch nichts kapiert, Alter? Es ist, als würdest du mit Sinrigs Stimme reden. Seit seinem Tod bin ich auf See, ohne Sterne, die mich leiten. Und wenn dein Bruder hier wäre, was würde er dir wohl raten? Nach vorne zu blicken. Zu leben. Na, siehst du, sag ich doch. Meine Zeit hier ist vorüber. Meine Leute sind tot. Wer noch übrig ist, soll selbst entscheiden, was richtig ist. Möge jetzt Tokas Zeit anbrechen. Aha. Was wirst du tun? Ich werde fortgehen. Andere Fragen stellen. Alles vergessen, was ich weiß. Einen neuen Weg finden. Da haben wir auch richtig ausgesucht. Gut. Wir haben ihn dusselig gequatscht.
Toka, du bist das hier, der neue Jarl, oder? Ne? Ja, tschö. Wo will er hin? Fort. Dann gehe ich mit ihm. Nein. Nein, Toka. Dein Clan braucht dich. Speicher, 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 ja, und? Der nächste Morgen, würde ich sagen, ne? Er war nicht er selbst, seit mein Vater starb. Ein Einzelgänger, der nie so einsam war wie damals, als er allein unseren verzweifelten Clan anführen musste. Er hat es gut gemacht. Doch alle Anführer müssen eines Tages entweder abdanken oder andere sterben sehen, weil sie zu lange an der Macht festhielten. Wenn seine starke Stimme hier widerhallte, wussten wir, was zu tun war. Wir hatten Mut und Kraft. Der Macht hat Beste drauf, du bist ja die Anführerin. Und sein Feuer brennt in seinem Clan weiter. Score. Score. Ja. Der Tusen geht mir auf den Keks. Sorry, Score. Leute. Versaut teilweise auch die Atmosphäre. Nein, willst du? Gewürzwein ist nichts für mich. Manchmal muss ein Anführer wohl oder übel trinken, was da ist. Ich habe Nachricht von Graf Odo. Was will er denn? Ein Treffen mit Eivor, es sei dringend. Er sagt, die Königin sei vielleicht in Gefahr. Meine Späher bestätigen es. Charles macht wieder Jagd auf sie und den Jungen. Was hältst du davon? Odo würde nicht lügen. Wenn er sagt, dass es dringend ist, muss ich gehen. Ich bin es der Königin schuldig. Und die Ehre gebietet es. Dann geh. Das Schicksal ist mit dir, Wolfsmal. Doch, noch nicht zu Ende. Habe ich mir schon so gedacht. Das geht noch weiter. Ja, ja, ja. Das haben wir schon so gedacht, dass es weitergeht. Glut und Glaube. Aha. Alles klar. So. Begib dich nach Spanakos. Spanakos, das war ganz oben, ne? Ja. Hier oben war das, genau. Aber da werden wir in der nächsten Folge hinreisen. Jetzt machen wir Schluss, weil ich gehe jetzt mal davon aus, das ist schon wieder ziemlich lange gewesen, aber das kann man nicht beeinflussen. Gut, ich könnte ja auch zurecht schneiden und sagen, hier auf 20 Minuten, aber da ist so der Zusammenhang. Das dauert immer so lange, bis der nächste Folge kommt. Also machen wir hier Feierabend. Hier ist nichts weiter, okay. Ja, spackt schon wieder umher. Gut. Ich dachte gerade, der war so klein. Ich dachte, sind wir jetzt Riese oder was? Sind wir groß geworden? Na gut, dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, euer Terra. Ciao, bleibt gesund.